Wir haben einen Bundeswirtschaftsminister, der sagt, ich fand Vaterliebe stets zum Kotzen. Und einer, der sagte nach dem Motto, mein Land interessiert mich überhaupt nicht und es gibt auch kein deutsches Volk. Wie wollen wir denn bei einem solchen Personal jetzt plötzlich eine Art Patriotismus zur Verteidigung des Landes herausholen? Das heißt, dem System fallen ihre Fehlstellungen jetzt selbst auf die Füße. Das ist das, was ich meine. Das ist diese Verachtung, diese abgrundtiefe Verachtung der politischen Führung in Berlin gegenüber den jungen Menschen, denen man jetzt schon mit Corona und so weiter dermaßen irreversible Schäden zum Teil zugeführt hat. Und jetzt kann man sie nochmal eben an die Front schicken. Wenn man das Ganze mal so im Kontext sieht, dann glaubt man wirklich, es kann doch nicht wahr sein, dass das überhaupt noch zugelassen wird. Und ich frage mich, wie dann die großen Talkshow-Bosse, die es da gibt, ob weiblich oder männlich, ob das Markus Lanz oder Maischberger sind, dieses System eigentlich noch vor ihrem Gewissen mittragen können. Das ist ja die Frage, die sich mir stellt immer wieder. Wie fühlt man sich eigentlich? Kann man sich immer wieder so einnorden, dass man sagt, das ist schon irgendwie alles in Ordnung, was ich mache, weil es ist ja mein Job irgendwie und man kann sich das schönreden. Irgendwann muss doch das Gewissen mal anklopfen. Also ich sehe bei vielen jungen Leuten schon eine gewisse Heimatliebe, die auftritt. Aber die Heimatliebe führt genau nämlich zu den Strukturen, in die Friedensverhandlungen einzutreten und eben nicht in den Krieg reinzugehen. Wir sehen ja, und das ist das Erfreuliche, dass zum Beispiel die jungen Leute sich offenbar nicht von dieser rot-grünen Agenda komplett haben einseifen lassen, sondern gemerkt haben, hier wird unsere Zukunft verspielt. Dass genau die Hintergründe erklärt werden. Warum kommt es zu solchen Strukturen? Was sind die Hintergründe des Geldsystems, der Demokratie, der einzelnen Methoden? Aber eben halt nicht aus indoktrinierter Sichtweise des Systems, sondern aus objektiver Sichtweise über das System. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und da stehen wir jetzt. Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auch wirklich darauf. Und viele junge Leute wollen langsam ihre Heimat verteidigen, aber vermutlich nicht gegen einen ausländischen Feind in Russland, sondern gegen die Feinde, die vielleicht in Berlin sitzen und aus anderen Gründen motiviert beispielsweise hier ihre Entscheidungen fällen. Also sie reizen ja die Russen bis zum Anschlag. Und wenn sie glauben würden, dass die Russen jetzt hochbewaffnet einen Krieg gegen Europa vorbereiten würden, würden sie niemals noch zusätzlich den Russen auf diese Art und Weise reizen. Das heißt, sie fühlen sich offenbar sicher und wissen, es soll keinen Angriffskrieg geben von Russland auf Europa. Aber umgekehrt, dann würde es schon einen Schuh rausmachen. Diese sogenannten Pläne werden ja ganz offen dargestellt. Und man redet dann auch ganz offen. Und zwar egal, aus welchem Grunde man das tut. Aber man erkennt eines daran. Man rechnet offenbar überhaupt nicht mit einem Angriffswillen der Russen. Denn würde man damit wirklich rechnen, würde man damit wirklich rechnen, dann hätte man natürlich sofort ein Ban darüber gelegt und niemand dürfte darüber sprechen. Dann wären das alles hochgeheimdienstliche Tätigkeiten und da würden solche hochwichtigen Details gar nicht beschrieben werden. Und auch diese Situation, dass deutsche Generäle sich dann haben abhören lassen, weil sie offenbar nicht in der Lage waren oder nicht sein wollten, indem sie dann die Angriffe auf russisches Staatsgebiet mit NATO-Waffen aus deutscher Produktion eventuell sogar, dass sie das angreifen wollten. Und daraus hat die deutsche Medienlandschaft eigentlich einen russischen Skandal gemacht. Wie konnten die das abhören? Herr de Maizière, der möchte da doch ein bisschen Gas geben oder würde das, wenn er was zu sagen hätte. Und dann fragte er vorsichtshalber die Zuschauer direkt, sind Sie bereit, Ihren Söhnen und Töchtern zu sagen, jetzt geht ihr und verteidigt euer Land, macht ihr das? Ja. Und die Antwort dürfte klar sein. Man kann nur jedem Vater und jeder Mutter sagen, um Himmels Willen. Denn es geht nicht um die Verteidigung des Landes. Es geht um die Verteidigung des Systems. Es geht um die Verteidigung der Pharmaindustrie, der Rüstungsindustrie. Es geht um die Verteidigung der KI-Strukturen und der Überwachungssysteme der Menschen. Und eben halt über die NGOs, die verteidigt werden sollen, die ja letztendlich als Ministerien von Großfinanziers eben halt herhalten müssen und längst die Staaten annektiert haben. Genau darum geht es. Und ich glaube, die Menschen merken immer mehr und wahrscheinlich sogar mal die Soldaten, dass man sich überlegen muss, in welche Richtung kämpft man eigentlich? In die Richtung, die der General vorgibt? Oder sollte man sich vielleicht einfach mal umdrehen und in die Heimat zurückgehen?
Die ganze Welt erscheint ja erkaltet, bis auf immer weniger werdende Ausnahmen. Ja, aber das Spannende ist natürlich das Ergebnis, was dabei rauskommt. Und das lässt sich auch aus den Gesetzen der Natur wieder ableiten. Wir haben eine Überzüchtung des Verstandes und der ist in der Lage, uns Smart Autos zu produzieren, Smartphones oder auch Smart Kühlschränke. Alle sind smart. Der Einzige, der komplett verblödet ist, ist der Mensch, der dazwischen steht. Das heißt, der Mensch schafft sich durch seinen Verstand ab und ist der einzige Idiot. Der Mensch ist der Idiot und alles um ihn herum ist smart. Und das ist das Verrückte. Und wenn es ein Smart Meter ist, der mir den Strom im Prinzip letztendlich nur messen soll, wie viel ich ausgebe. Und die Menschen lassen es mit sich machen. Wenn morgen ein Blackout käme, dann stehen alle im Prinzip mehr oder weniger da und sind völlig ahnungslos, weil keiner weiß heute noch was, keiner erinnert sich heute noch an was, keiner kann aus dem Kopf irgendwelche Daten abrufen, die er mehr gelernt hat, sondern man weiß, ich gehe da mal eben ins Internet und dann kann ich mal eben nachgucken. Und genau wie man eben seinen Blinkerhebel nicht wieder auf gerade stellen muss, wenn man mit dem Auto irgendwo abgebogen ist, macht er automatisch. Mittlerweile machen die Autos automatisch das Licht an und aus, außer meine alten Karren, die ich fahre aus den 80er Jahren. Aber das ist tatsächlich die Situation. Und die Verblödung wird immer größer. Ja, das ist genau das für die Zeit, wenn es mit dem Internet der Dinge mal nicht mehr so klappen könnte. Ja, moderne junge Leute, die hierher gekommen sind und wir sind durch den Garten hier und dann durch die einzelnen auch Gewächshäuser. Das war schon interessant, das einfach so mal auch zu erleben, wie da dann die auch so diese Empfindung bei den Leuten dann so ein bisschen hochkommt. Das ist schon sehr, sehr spannend, ja. Und da wird dann dieses Bild damals gezeigt, was du gerade sagtest. Das war in den 70er Jahren, 90er Jahre, sagtest. Das war also noch im Rahmen der dritten industriellen Revolution. Die begann ja Anfang der 70er Jahre mit der Informationstechnologie, während wir ja jetzt in die vierte industrielle Revolution kommen, die aber gar keine Revolution mehr ist, sondern die ja eine Abschaffung des Menschen im Rahmen der Industrialisierung letztendlich zum Ziel hat. Das sehen wir an Herrn Harari, der dann eben halt mit dem WEF verbunden dort Vorträge hält und sagt, der Mensch ist ja eigentlich nur ein Kohlenstoffhaufen, der ja gar kein eigenes Ich hat, sondern einfach nur ein Sammelsurium von Zahlen, Daten, Fakten. Und wenn wir genügend Daten schnell genug rechnen können, dann können wir einen Menschen ersetzen. Das geht eben nicht, denn das Ich ist nicht ersetzbar. Und das Ich, das bin ich, wenn ich sage, ich habe einen Körper, ich habe ein Gehirn, dann bin ich nicht das Gehirn und ich bin auch nicht der Körper, sondern ich bin ja eben ich. Und das lässt sich eben halt nicht nachstellen anhand von irgendwelchen Algorithmen. Und wir sehen eben halt, wie völlig verkehrt und wie verarmt diese Menschen geistig sind. Herr Harari ist in meinen Augen ein sehr armer Mensch, weil er eben halt geistig so verarmt ist, weil er Menschen so weit runterbricht, dass er den Kontakt offenbar zur wirklichen Schöpfung komplett verloren hat. Das sind die wichtigen Dinge. Ja, und ich denke mal, bei Tichy ist das auch wunderbar dargestellt worden, wenn er dann irgendwann gesagt hat, dass die Kriege der Zukunft überhaupt nicht mehr entschieden werden durch Massenheere. Und endet da in seinem Artikel, 10 IT-Experten können heutzutage mehr Schaden beim Feind anrichten als zehntausende Bäckerlehrlinge, Kfz-Mechaniker oder angehende Gender-Studenten, die in irgendein Drillzeug gesteckt werden. Also das ist eben halt eine ganz wichtige Geschichte hier. Wir haben ja heute eine Armee, die so aufgebaut ist, dass da vielleicht ein übergewichtiger Mensch mit einer umgedrehten Baseballkappe vor einem Computer sitzt, in irgendeiner großen Behörde im Pentagon und hat dort einen Burger in seiner Pappe liegen neben sich angefressen und ist von dort aus in der Lage, Drohnen zu steuern, die gerade in Syrien zum Beispiel Bomben schmeißen oder geschmissen haben. Und das ist ja die heutige Kriegsführung. Die Zeiten, wo wirklich Menschen dann vor Ort verheizt werden. Es sei denn, man hat eben halt einen ganz anderen Zweck, den ich überhaupt nicht aussprechen mag, indem man da Menschen da vorne verheizen lässt. Kriege werden nicht mehr entschieden durch Menschen, sondern wir haben mittlerweile eine Überschlagung unseres menschlichen Verstandes bekommen. Nicht nur überzüchtet, sondern der Verstand hat sich überschlagen. Wir sind in der Lage, Waffen zu bauen, die nicht mehr von Menschen bedient werden müssen. Und
Dagegen gibt es schon wieder Waffen, die auch nicht von Menschen bedient werden, die die ersten Waffen dann wieder zerstören. Der Mensch spielt einfach gar keine Rolle mehr. Wir haben mittlerweile eine Waffentechnologie erreicht, wo wir gar keine Soldaten mehr brauchen, sondern der Irrsinn ist jetzt im Zenit gelandet. Und spätestens jetzt sollte vielleicht mal der Zeitpunkt kommen, wo man sagt, vielleicht sollte man doch andere Wege gehen.